Als Künstlerin ist es einfach super wichtig, ein Smartphone zu haben. Ich bin andauernd in Kontakt mit meinen Leuten, mit denen ich arbeite. So dieses Musik hin und her schicken muss gut funktionieren. Also Speicherplatz muss vorhanden sein. Weil Videos werden gedreht, Fotos werden gemacht. Wenn ich Ideen habe, zum Beispiel für Songs, kann ich die direkt aufnehmen. Ich kann Memos machen, ich kann unterwegs Texte schreiben. Ich kann in Sessions Texte schreiben, alles mit dem Handy. Und manchmal nehme ich nicht mal den Laptop mit, weil das Handy reicht. Also man hat dann das Smartphone so da und liest den Text ab und nimmt direkt auf. Ist auch am einfachsten. Ich habe mir damals immer gewünscht, wenn man Songs zeigt, und die mit dem Handy dann halt zeigt, wenn man gerade nicht Boxen da hat, muss es schon gut klingen. Wenn die Boxen vom Handy gut sind, also so wie die Lautsprecher, win. Akku ist so eine Sache. Ich habe ja auch einen Song dazu, der Akku leer heißt. Aber es ist halt super wichtig. Man ist andauernd online, verbraucht extrem viel Akku und Datenvolumen. Man sollte lange Laufzeit haben, wenn man es übertreibt mit dem Handy. So das Oberflächlichste, was ein Handy können muss, die Kamera muss gut sein, um irgendwie Stories zu machen, erzählen, wo ich gerade bin, wenn ich auf einem Shooting bin oder einen Videodreh habe, nehme ich die Leute auch mit. Und auch so der direkte Kontakt durch die Kamera durch. Direkt. Ich komme ja wirklich aus, ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich komme wirklich aus dieser Zeit, wo wir das Video wirklich zu Viva geschickt haben und dann mussten wir warten. Jetzt ist es so, dass ich direkt mit meinen Fans Kontakt haben kann. Die meisten drehen ja sogar mittlerweile mit dem Handy Videos. Also man kann eigentlich mit dem Handy komplett alles machen. Wenn man will, nimmt man das Handy, stellt es hin, holt sich einen Gitarrist und hat direkt ein Video, lädt es direkt hoch und man ist dabei. Das macht auf jeden Fall flexibel und ermöglicht allen Künstlern, Musik hochzuladen für die Crowd. Also jeder kann teilhaben an dieser Musikindustrie.